Feuerio zusammen, herzlich willkommen zu Sky Hallo. Quest mit Early Boy und Hallo. Katze. Hallo. 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 Na? Hallo. Na? Hallo. Na, hast du gut geschlafen? Na? Ja. Na? Na, bist du irgendwie hier? Na? No. Wir sind ganz schön weit, ne, finde ich, wenn wir so ein Sky, das erste Skyquest angucken, da kann man ganz schön lange voran. Ach, Quatsch, Early, das sah dir nur so aus. Nein, im ersten Skyquest waren wir jetzt noch lange nicht so weit. So, ich weiß. Sind wir denn stehen geblieben, wir Leute? Wir haben ja auch produktive Leute dabei, also mich und Katze. Und wir haben Early. Hallo. Hallo. Das ist keine bösen Wörter. Ja, Entschuldigung. Wir haben uns alle Knuddel. Mach ein bisschen Magie. Wir haben ein bisschen offscreen, beziehungsweise ich habe ein bisschen offscreen hier randaliert und bei Louis auch ein bisschen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich habe, was habe ich denn gemacht? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ist schon so lange her. Warum ging das nicht? Oh, ich habe kein Aluminium dabei. Weil die war halt Wespen um sich rum. Buh. Da sind keine Wespen. Die hast du wieder das so aufgemacht, dass Enderman daraus nicht teleportieren können? Dem ist der YouTube-Fan zu Kopf gestiegen. Moment, das war gerade noch nicht offen. Da hat sich gerade aber jemand schon einen rausportiert. Ja. Das kommt, weil du den Schaden machst. Hör auf, sie zu töten. Die können auch nichts dafür. Aber ich will ja die Sachen einsammeln. Da gab es gerade Enderpearls. Die brauchen wir ja. Ja, aber wir haben das schon ohne Ende, glaub ich. So, zwei Sticky Pistons. Enderpearls haben wir eine Menge, ja. So, dann geht es mal auf zwei weitere Rides. Oh, was? Es gibt passive Scannen hier. Katze, hast du nicht gesagt, du hättest Shards für Thaumcraft gemacht? Ja, die sind sowohl in der Dingtruhe und in deiner Thaumcraft-Truhe. Wo ist denn meine Traumkraft-Truhe? Das ist eine von den zwei Drohnen, die da ist. Rechts am Rand? Flups, wir haben Flugsperlen. Genau, die am Rand. Da müsste irgendwo eine drin sein, wenn ich mich nicht täusche. Ah, da sind zwei grüne Shards. Naja. Es ist jetzt nicht so viel, aber das war halt nee, das, was ist nicht so viel, ist auch ganz schön untertrieben. Ich habe gehört, heute in dieser Folge werden wir einen ME-Drive haben. ME-System. Ja. Finde ich gut. Ja! Ja, Katze gönnt sich. Ich hab ja extra schön viel gefahren. Ich hab eine Potion auf hier bekommen. Inscriber. Hui. Nee, gut. Dann kümmert sich Katze jetzt ganz offiziell ums ME-System. Ja, vielleicht habe ich da ja mal was gefunden, was Worum ich kann. Worum kann ich mich denn mal kümmern? Du könntest mal irgendwo eine Wiese anlegen, wo wir Tiere spawnen lassen, weil ich brauche Federn. Ich hab da sogar was für wäre, dich vorbereitet. Was wäre denn, wir müssten 6 Kuhfleisch bekommen. Ja, ich sag dir, du musst eine Wiese außerhalb anlegen. Hier, weiß nicht, wie viele Blöcke braucht das, damit Tiere spawnen? Ich hab's nicht so am Schirm. Ungefähr ähnlich wie bei einem Mob. Also kann ich theoretisch diese Kühe hier töten? Rein in der Theorie, ja. Aber ich würde es nicht tun. Ja, weil wenn du einen Autobreeder hast, können wir die auch vervielfältigen. Komm mal her, Ellie. Ellie! 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 Oh, Ellie! Ellie! Du hast mich gar nicht mehr lieb. Wow, das Apple Juice hat mir einen Hunger gefüllt. Ja, wow! Beschwer dich doch mal. Ich habe hier ein bisschen Dirt gemacht. In der unteren Kiste. Ah, was ich gemacht habe, stimmt. Wir haben Bitte? Redstone. Ich habe die Dirt-Produktion automatisiert mit meinen Feldern. Ich schmeiß hier das ganze Zeug, was ich farm, in den Drawer rein. Das wird automatisch in die Fässer gepumpt und die Fässer werden automatisch hier unten abgeleitet. Genau. Damit wir ein bisschen Dirt haben. Was kann man da reinpacken? Seeds oder wie? Nee, nicht Seeds, sondern Seeds auch. Aber Essen. Hauptsächlich habe ich da so also, Essen und so Zeug reingepackt. Genau. Wir machen hier 1,5 Stacks pro Eimer abernten und das Ding wächst schon alleine ohne Gießkanne unglaublich schnell. Zertus Quarz Dust. Sollen wir direkt mit Controller? Nee, ein kleines reicht erstmal, oder? Was denn? Wie? Nein, mit Controller, mit allem. Was hast du denn jetzt vorgehabt? Ja, erstmal ein normales. Nur eine ME-Chest oder was? Hä? Es geht auch in den Blight Energistics Mods, die wir jetzt gerade haben, geht es auch ein ME-System zu erstellen, ohne dass du einen Controller brauchst, bis zu einem Channel, also bis zu 8 Channels. Ach so. Dadurch sparen wir uns vorerst noch ein paar Ressourcen, die wir eventuell vorher nicht hatten. Aha. So, wenn wir mal den Platz hier noch für einen Inscriber, danke. So, wir brauchen Sand. Oh, wir brauchen Silikon. Silikon, wie machen wir Silikon jetzt am besten? Wo kriegen wir nochmal Gravel her? Haben wir irgendwie automatisch Gravel inzwischen? Nein, haben wir nicht. Stimmt, wir haben noch keine Pulverizer. Wir haben eine Menge Flint, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen was. Also so viel jetzt auch nicht. Heat Sand, können wir das nicht verarbeiten hier drin?
Oder geht dann nur... Ach, ich habe das ganze Zeug doch... Oh, wir können Heatsand verarbeiten. Das ist nicht genug. Super. Ach, nee, da. Toll, okay. Ich muss also erst ein bisschen was scannen. Na toll, das heißt, ich muss scannen. Das ist aber scheiße. Das wollte ich aber nicht in der Folge machen. Mist. Mach never. So, das ganze Zeug da rein. Ach, Erst einmal... 16 davon. Tätest du schon mal auch noch davon. Dann 16 Dias brauchen wir. 16 Dias. So, es wurde sich. Ja, weil wir von vornherein. Ein Drive kostet allein schon 2 von den Engineering-Prozessoren. Das sind schon mal 2 Dias. Wir haben aber genug Dias. Wir haben Ghost Ward Sapling. Einen Stack. Also, wir haben noch einen Stack jetzt übrig. Wir haben einen Ghost Ward Sapling. Katzen. Ich mag Katzen. Am liebsten gebraten. Ich glaube, ich mache nochmal eine größere Kiste, oder? Nickel. So, genau. Katze macht jetzt mal hier, pervertiert jetzt die Funktion unserer Smeltery. Wobei, ich brauche ja gar keine größere Kiste, wenn wir ein ME-System haben, ne? Richtig. Ich packe die Sachen mal wieder hier rein, so lange. Ferris ist Nickel, 144 ist ein Ingot. Bedeutet, Moment. Press. Wir brauchen alle Pressen. Und die Pressen können wir hier in dem Pack relativ einfach erstellen. Ja, die muss man. Und zwar immer auch als gegossenes. Genau. Also wie mache ich daraus jetzt? Wie machen wir daraus jetzt Gravel? Es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal kannst du meinen Vanehammer benutzen und die in einem 3x3-Feld anordnen und sie damit abbauen. Dadurch wird es automatisch Gravel. Oder du gehst einfach durch den Pulverizer, ja. Okay, ich habe Problem, Kinder. Ich brauche unbedingt eine Feder. Ja, der steht da neben dem Sieb. Hat einer eine Feder? Hallo? Ist der teuer zu nutzen? Steht neben dem Sieb. Wo neben dem Sieb? Ach, wir haben auch keine Federn. Wir haben gar nichts, wie immer. Ach, da. Haben wir nicht Hühnereier? Warum hat denn die doch keiner geworfen? Warum sollten Eier? Wir die denn werfen? Ja, damit wir vielleicht Tiere spawnen lassen können. Aber wo sind die hin? Wir hatten noch 4 Hühnereier. Ohne Scheiß. Ganz am Anfang hatten wir die gekriegt. Echt? Ja. Kann ich mich nicht erinnern. Ich mich aber. Hast du ein besseres Erinnerungsvermögen als die Katze? Ja. Kopper, brauchen wir auch noch. Hier ist kein Ei drin, hier ist kein Ei, hier ist kein... Junge. Also der Pulverizer gibt es direkt rüber, oder wie? Bitte? Der Pulverizer gibt es direkt rüber. Ja, das habe ich so extra aufgebaut, dass er beides sowohl danach weiterführt. Warum ist da oben jetzt auf einmal Cobblestone drin? Ja, wegen Pulverizer? Die Kiste für den Cobblestone ist die hier. Die links daneben. Die da drüber ist der Output für den Sand, damit, wenn er das Sand als Zweitprodukt herstellt, automatisch die Kiste oben nachher den Sand auch noch siebt. Du hast hier einen Draw eingestellt für die genau, weil, ne? Damit die nicht leer gehen kann, währenddessen hier dann AFK und sowas. Und das mit einem Emerald-Upgrade, weil wir mehr als einen Stack Emeralds hatten. Dasselbe habe ich oben mit unserem Cobblestone-Generator gemacht. Ich habe da einen Draw hingestellt mit einem Upgrade, weil es einfach viel größer ist als die Truhen. Es tut mir wirklich leid, aber das ist, ja. Es ist kein Huhn gespawnt. Ist das traurig. Nein! Hui. Mann, ist das wieder traurig. Hui. Okay, das heißt also, ich muss ganz mühselig Zeug. Du kannst doch mit Blutmagie die Spawn-Eier machen. Aber ich weiß, dass du später mit Blutmagie Herzen für uns herstellen kannst, Baloui. Oh, das ist ja schon mal. Wollen wir die so Sachen gut. wirklich so krass verkleinern? Können wir die nicht irgendwie anders verkleinern, die Ore-Gravel-Dinger? Doch, mit einem Automatic Hammer, aber da brauchen wir mehr Energie, die steht. Warum habe ich eigentlich mit Blutmagie aufgehört, ich Idiot? Wo war ich da überhaupt stehen? Wir brauchen nur einen Ex-Nilo-Hammer. Nihilo. Ja, das ist der normale Hammer, oder? Rune, Blutrune. Was, normale Hammer? Du brauchst den Vane-Hammer, du kannst meinen haben. Der macht mehr. Nee, bitte also schön. Hier sieht das zumindest aus, wenn wir den Hammer da nicht für benutzen müssen, sondern das in einem Inventar reinpacken können. Ja, in einen Automatic Hammerer geht das. Ja, hast du mir den gerade gegeben? Nein, ich habe dir einen Hammer gegeben. Ich gebe dir aber jetzt den Automatic Hammerer. Ich hab keinen. Bitteschön, hier. Oh, doch, den blauen Hammer hast du im Inventar. Nee, habe ich nicht. Wirklich nicht. Gucken wir mal, wie die nächste Blutaltar-Etage aussieht. Dann ist ja wohl weggebackt. Das ist aber traurig. So, eine Automatic Hammerer braucht Energie? Ja, deswegen benutzen wir ihn auch nicht. Aber rein in der Theorie würde es funktionieren. Wenn du es schaffst, da eine funktionierende Energiequelle für zu finden, dann ist das toll. So, dann haben wir jetzt alle Pressen, die wir brauchen. Das ist schon mal gut. Und in der Zeit dürfte auch das Silikon durchgeschmolzen sein. Butch. Wie funktionieren die Stockwork-Engines?
Aufladen mit Rechtsklick und am Ende dann BUM machen lassen. Und dann macht's ratter, 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 wut, 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 Neo Energie. Was? Haben die schon Energie? Oder die machen wie? Dann ratter, ratter, wutz, wutz, bing, bing, Energie. Ist doch logisch. Ratter, ratter, wutz, wutz, bum, bum, Energie. Das läuft ja die ganze Zeit schon. Haben die so viel Energie? Nee, du musst die halt mit Rechtsklick aufladen und dann nach einer Zeit loslassen, sonst kriegst du doch den Stromschlag von denen. Die hast du auch schon mal gesehen, Tim. Ah, Early, vergiss das immer. Lass auf rot oder wie? Oh, aufladen. Bis rot, genau. Genau. Und dann kannst du loslassen. Und dann macht's so ein bisschen Aua. Oder gar nicht, wenn du früh noch loslässt. Hör mal, haben wir irgendwo noch Cleanstone ganz viel? Ich bräuchte mal ein bisschen. Ganz Warte viel Cleanstone? Ganz viel ein bisschen. Ganz viel ein bisschen. Wie viel ist denn ganz viel? Ein Stack? Da musst du wohl ein Stack brennen, aber ich brauch den Ofen. Ja, wollen wir die Sachen wirklich Silicon so vermehren und nicht einfach so reinpacken, weil wir haben echt so mach viel ich davon. Noch Ofen. Warum Leute? Sollten wir den uneffizienten Weg wählen, wenn wir einen effizienten haben, Early? Weil wir so viel davon haben und das dauert halt alles. Wir haben gar keine Energie und das dauert halt. Nein, der Schwab sagt, wir machen das so, dass es am meisten gibt. Kann ich die automatische Kamera so wieder abbauen? Ja, das geht. Was ist dir das zu ineffektiv, Early? Ja, aber Early, kleiner Tipp, du kannst theoretisch, doch, aber du kannst ein Stromkabel fragen, ob bei Louis dir ein Stromkabel irgendwie beschaffen kann. Wir müssten davon noch was haben. Und dann kannst du den Hämmerer hier draufstellen. Der hat meines ist nichts gelaufen. Bei dem läuft, aber ich höre den Schrei noch. Wir haben keine Stromkabel mehr. So leicht sind denn meine Energy-Conduit? Oder machen die einfach viel Energie, kann das sein? Wer macht viel Energie? Die Clockwork Engine. Nein, die machen nicht so viel, aber die Energie, die hier existiert, wird hauptsächlich von den Lava-Fabrikatoren dahergestellt. Eigentlich nur Lava-Fabrikatoren. Die machen ja auch genug. Die sind halt so. Wir haben ja, ich habe die Clockwork nach einer Zeit noch angeschlossen, weil wenn du den Pulverizer mit dem Sieb automatisch laufen lässt, dann ist nach einer Zeit die Energie zu Ende. Und dann habe ich irgendwann ja, wir können ja auch noch ein paar mehr. Ah, Moment, bauen, stopp. Lava-Generator, macht der Lava oder nutzt Nein, der Lava? Nein, der benutzt Lava. Und Lava kann man hier jetzt unendlich herstellen hier unten. Ne? Das ist ja automatische Lava-Produktion. Jetzt verstehe ich, das heißt, die Clockwork Engines könnte ich theoretisch abbauen. Ja, theoretisch. Rein in der Theorie, ja. Aber Katz hat gesagt, nein. Ja, du kannst machen. Es ist, wenn die dich da stören, wie sie stehen. Aber momentan ist ja kostenlose Energie immer noch Energie, wenn ich das mal so sagen soll. Ja, wobei, aber ne, dafür haben wir wenigstens mehr, einen Platz. Die könnt ja einfach ein bisschen mehr Lava-Generatoren bauen, dann hätten wir auch nicht das Problem mehr. Aber wir brauchen der Output? Mehr. Wo ist der Output? Die Lava-Generation unten ist das Problem. Die Lava-Generation ist doch, die sind alle randvoll. Du kannst Nein, noch, wo wenn, ist die beide, wenn die beide dauerhaft durchlaufen, sind sie nicht mehr randvoll, Louis. Innerhalb von 15 Minuten sind die leer. Ja, die Clockwork Engine können wir auch an woanders ranbauen. Ist das so? Ja. Verbraucht das Ding so viel Lava? Ja. Laber doch nicht. So, nochmal die Frage. Automatic Camera, wo ist der Output von dem Ding und wo ist der Input? Es gibt kein Output. Es gibt nur einen, doch, es gibt einen Output und einen Input, aber den kannst du nicht steuern, also ist egal wo. Ja, wo ist das Ding denn? Was ist das im Inventar? Brauch nur reinsetzen und wieder rausziehen und er gibt überall rein und raus, oder wie? Ja. So in der Art. Oh! Oh! Da ist sich jemand erschrockt. Oh ja, ich hab mich mit der Tastatur gekriegt. Ich dachte, da läuft was lang. Was hast du dich mit der Wie, Tastatur geschlagen? Wie, du hast dich mit der Tastatur ja, gekitzelt? Nee, ich hab mich mit der Tastatur gekitzelt. Die hat Ey, was ist denn jetzt kaputt? Haare berührt. Warum kriegt der Hopper... Achso, okay. Da sucht jemand Streit. Okay, du Hopper, du kriegst da gerne aufs Maul hier. Was soll denn das? Böser Hopper. Was Hopper ist das denn hier draußen für ein Ofen hier, den du hier gebaut hast? Ach, das ist unser Nahrungsmittel. Ja, ich brauch gerade das Silikon, deswegen läuft da gerade Silikon durch. Automatisch irgendwas Gedöns ist das, okay. So, hat er genug Energie? Nee, er hat nicht mehr genug Energie. Das ist nämlich jetzt das Problem. Ja. Er bekommt nicht mehr genug Energie ab wegen dem Automatic Hammerer. Mehr Energie! So heißt es bei mir. Warum baut ihr denn einen scheiß Automatic Hammerer, wenn wir viel einfacher einen Pulverizer haben können? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Können wir die Dinger automatisch mit dem Pulverizer weitersetzen? Soweit ich weiß, ist das nämlich nicht der Fall. Ja, doch, natürlich kannst du sie weitersetzen. Wie kann man denn eine Clockwork Engine umbauen? Oder was meinst du mit weitersetzen? Du kannst aus einem, mit einem Pulverizer kannst du im Prinzip aus Gravel, Sand oder Sand noch das machen. Ja, ja, schon klar, aber auch von den Ore-Variationen davon. Also Lead Ore, Gravel, theoretisch auch zu den kleinen Teilen von Sand. Okay, das ist das, was wir gerade wollen. Das ist das, was Brauche wir Energiekabel. Wollen. Haben wir Energiekabel? Nein, leider Nein, nicht du mehr. Musst Energiekabel kaufen, bauen. Kaufen, ja, musst du. Ja, kauf dir Energiekabel. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte momentan dir das Anrecht auf mindestens ein Stack Redstone behalten. Das habe ich jetzt im Moment. Was für Energiekabel nutzen wir denn? Mehr Energiekabel. Die besseren, die Lead Energy Cable.
Warum keine Rednet? Weil die viel zu teuer sind und wir noch nicht so weit sind. Die Rednet was nutzen wir? Aber Baloui, die Rednet Energy Cable können wir uns leisten in kleinen Schlag gerade. Ja, aber du kannst sie nicht mischen. Weil die Mission Rednet Impossible. Der einarmige Kartenjäger. Die Rednet Energy Cable sind doch, die kannst du mischen. Das sind die einzigen, die sich sowohl mit den Ender-IO-Kabeln als auch mit den Mechanism-Kabeln als auch mit den, wie heißen die Dinger? Die Ducts und sowas. Die sind aus Thermal, gell? Thermal Expansion. Meines Wissens kann man die mischen. Du kannst mit allem mischen. Die übertragen alles. So gut wie. Sag mal, wo sind denn die Rednet-Dinger? Wir haben ja noch keine Rednet-Kabel. Doch. Hä? Die sagen, haben wir die. Waren Rednet Pipes. Also ich verbrauche jetzt vier Elektrum verbrauche ich jetzt. Ja, das kannst du verbrauchen. Ja, Elektrum ist jetzt nicht so, ne. Wir haben halt ein bisschen Gold mit dabei. Ja, da musst du nochmal Gold und Silber zusammenmischen. Ja, nee. Wie, ja, nee. Da in die Schmelze Gold und Silber reinschmeißen. Ich habe ja genug. Was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen noch, ich hab, brauchen noch 10 Redstone, wo haben wir denn Redstone? Das musst du dir anpflanzen. Da hinten ist ein Baum, den musst du hinstellen. Da musst du pflanzen mit Bone Meal dran. Und dann wo ist das Redstone hin, was ich gefarmt hatte? Du hast gar kein Redstone gefarmt. Du hast ein bisschen Redstone mitgebracht. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich einen Stack davon annektiert habe. Hier den Redstone-Baum. Das kann Baloui dir eventuell erklären, wie du den Redstone-Baum pflanzt. Pass auf, dann kannst du dich mit Bone Meal da hinstellen. Besorg dir Bones. Oder Bone Meal. Vor allem muss mal einer hier das überflüssige Holz wegschmeißen oder so. Keine Ahnung, das überflüssige Holz sollten wir verwenden vorerst. Ja gut, dann ist es nicht überflüssig. Weil das ist... Hast du Baumil, Ödi? Ja. Baumil, komm her. So, hier, nimmst du dir jetzt da Zeppling raus. Setz die hier vorne vor den Harvester. Ach, klar. Setzt du das eine? Nein, daneben. Vor den Harvester. So, jetzt machst du da Baumil drauf. Und wartest. Und dann guckst du hinten in der Kiste, bis der Redstone rauskommt. Aber denk dran, das läuft bald voll, also musst du mal ein bisschen was entsorgen davon. Aber brauchen wir das Bloodwood? Also du kannst mal ein Stack, ich weiß nicht, ob diese Sepplinge zur Erde verarbeitet werden können. Falls ja, würde ich das mal machen. Ansonsten würde ich den Rest einfach, ich weiß auch nicht, wegtun? Wegschmeißen. Aber Kinders, es ist glaube ich soweit. Ist schon? Yep. Oh ja, ich seh's gerade. Liebe Kinder. Oh nein, ich komme gar nicht so schnell voran, wie ich das wollte. Ja, du wolltest in einer Folge fertig sein. Und ist fertig? Nein, ich hab gesagt, heute fertig sein. Wo können wir denn das Holz als Fuel nutzen? Als Treibstoff? Im Stone irgendwas? Generator zum Beispiel. Das wäre sogar ganz gut, wenn wir den mit in die Dinge einspeisen. Aber ihr könnt den Stone Generator auch einfach mal aufwerten in einen Iron Generator oder einen Dia-Generator. Aber eigentlich haben wir genug. Und diese Stone-Maschine kann man alle aufwerten. Okay, jetzt ab! Okay, Lieben, das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst euch nach oben da. Guckt bei Early und Katze vorbei. Die sind unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. War's gut so? Schneller kann ich lernen. Ja, bis dann. Ciao.